Hi, hier ist Christian und herzlich willkommen zu meinem Unboxing, aber auch meinem ersten Eindruck zum Flaggschiff der neuen Galaxy S10 Reihe, nämlich zum Samsung Galaxy S10 Plus. Ich habe hier das Modell in der Farbe Ceramic White, das heißt, das ist die weiße Version. Es gibt allerdings auch noch eine schwarze Version und dann zu einer sehr stolzen UVP von 1249 Euro. In dem Video werde ich natürlich gemeinsam mit euch erstmal einen kurzen Rundgang um diese Verpackung machen. Dann werfen wir einen Blick auf den Lieferumfang. Dann gibt es aber auch natürlich einen detaillierten Rundgang um das Gerät mit der Erwähnung aller technischer Daten und natürlich auch meinem ersten Eindruck, wie ich das Samsung Galaxy S10 Plus finde, wo es vielleicht schon in diesem ersten Eindruck ein paar Differenzen zu meinen Vorstellungen gibt, aber wo natürlich auch einige Stärken dieses neuen Flaggschiff-Smartphones von Samsung liegen. Ich würde sagen, jetzt kommt noch ein ganz kurzes Intro und dann geht's schon los mit dem Unboxing und auch dem Ersteindruck vom Samsung Galaxy S10 Plus. Nachdem ich euch jetzt schon das Unboxing zum Samsung Galaxy S10e in der Farbe Prism Green gezeigt habe, also grün, geht es heute mit dem Topmodell weiter, nämlich mit dem Samsung Galaxy S10 Plus in der Farbe Weiß oder wie Samsung das Ganze nennt, Prism White. Auch hier an dieser Stelle erstmal ein ganz kurzer Rundgang um die Verpackung. Auf der Vorderseite haben wir natürlich die Produktbezeichnung, nämlich S10 Plus in diesem Falle. Ansonsten haben wir nichts. Auf der linken oder rechten Verpackungsseite haben wir nichts. Und auf der Rückseite haben wir wieder Hinweise, was das gute Gerät so kann, nämlich unter anderem zum Display 6,4 Zoll. Wir haben eine Dual-Selfie-Kamera auf der Vorderseite, gleich drei Kameras auf der Rückseite. Wir haben natürlich auch hier Wireless-Charging und Reverse-Wireless-Charging an Bord. Das heißt, ich habe die Möglichkeit auch hier mit dem Galaxy S10 Plus andere Geräte oder auch Zubehör, wie zum Beispiel die Galaxy Buds drahtlos aufzuladen. 4K UHD-Videos sind natürlich dabei und wir haben eine IP68-Zertifizierung. Das heißt, das Ganze ist gegen Wasser und Staub geschützt. Und auch hier nochmals der Hinweis, European SIM Card only. Das heißt, bei erster Verwendung müsst ihr eine europäische SIM-Karte einlegen, um das Galaxy S10 Plus mehr oder weniger freizuschalten. Im Anschluss daran habt ihr aber auch die Möglichkeit, weitere SIM-Karten aus anderen Ländern zu benutzen. Und im Fuße der Verpackung nochmals der Hinweis, dass ich mich hier für die weiße Version, und da muss ich mich korrigieren, Ceramic White entschieden habe. Das heißt, das Modell, was momentan hier in Deutschland angeboten wird für 1249 Euro, ist das Spitzenmodell mit der Keramik und nicht mit der Glasrückseite. Kostet dafür aber auch gleich stolze 200 Euro mehr oder so roundabout 200 Euro. Von daher würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Unboxing. Deckel ab. Auf der einen Seite natürlich das S10 Plus und im Deckel, wie man das auch schon vom S10e kennt, haben wir hier noch eine kleine Box. Ich finde, das ist ganz cool gelöst. Auf der anderen Seite bekommt man die aber auch relativ schwierig raus. Es ist zwar eine Lasche hier oben, die ist allerdings so verknickt, dass ich das nicht rausbekomme. Ihr seht, dort hängt es etwas. Jetzt müsste es gehen. Eine kleine Box, wo ich auch hier zum einen das SIM-Kartentool habe. Natürlich zum Öffnen des SIM-Karten-Slots bzw. natürlich auch zum Einlegen der Micro-SD-Karte und auch hier etwas Lesestoff dabei. Das heißt hier Quick Start Guide. Das ist die Schnellstartanleitung, Garantiehinweise, Sicherheitshinweise natürlich und auch erste Bedienungsanleitung, wie ich zum Beispiel die SIM-Karte einlege oder auch die Micro-SD-Karte. Ich denke, für die meisten dürfte das von euch kein Problem sein. Vielleicht werde ich auch in den nächsten Wochen mal ein Video dazu machen, wie man Micro-SD-Karten und SIM-Karten hier in die Galaxy S10 Modelle einlegt. Ansonsten war es das. Und bevor ich hier zu diesem Smartphone, also zu dem Flaggschiff aus dem Hause Samsung komme, werfen wir noch einen ganz kurzen Blick auf den Lieferumfang. Ihr könnt das auch hier wieder sehen. Wir haben hier das Fast Adaptive Charging Netzteil. Das heißt, Schnelllademöglichkeit auch hier beim Samsung Galaxy S10 Plus, wie man das auch schon von dem kleinen Modell kannte, nämlich vom Samsung Galaxy S10e. Wir haben dann hier noch einen kleinen Dongle dabei, nämlich auf der einen Seite mit einem vollwertigen USB-A-Anschluss und auf der anderen Seite haben wir noch einen USB-C-Anschluss. Diesen kleinen Dongle, diesen kleinen Adapter könnt ihr natürlich dafür benutzen, um bei der Ersteinrichtung Daten von Gerät A auf Gerät Samsung Galaxy S10 Plus zu bringen oder auch andersrum. Das ist hierüber möglich. Das heißt, auf der einen Seite habt ihr natürlich einen USB-C-Anschluss
von dem ganz normalen Kabel, auf der anderen Seite USB-A, das kommt hier ran und beide Geräte, die mit USB-C versehen sind, können so natürlich dann auch Daten übertragen. Finde ich cool, dass man das mitliefert, gibt es aber auch schon seit einigen Generationen bei Samsung. Dann haben wir auch hier wieder das Ladekabel und einen kleinen Adapter. Auch hier ist er wieder rausgefallen. Wir haben hier natürlich einmal auf der einen Seite USB-A für die Verwendung im Netzstecker und auf der anderen Seite USB-C Typ C 3.1, soweit ich mich erinnern kann. Und das passt natürlich perfekt in das Samsung Galaxy S10 Plus. Und zu guter Letzt, ich habe natürlich hier diesen kleinen Adapter noch, nämlich von Micro-USB auf der einen Seite auf USB-C auf der anderen Seite. Das heißt, wenn man mal nur ein altes Ladekabel zur Hand hat, dafür aber auch diesen Adapter dabei, habe ich auch hier die Möglichkeit, das Gerät zu laden oder auch Daten zu übertragen mit einem PC. Das ist darüber möglich. Ich finde es cool, dass das Zeug mitgeliefert wird. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich fragen, hat man es immer dabei? Sehr wahrscheinlich nicht, eher zu Hause, stationär im Einsatz. Und auch hier, und die lasse ich einfach mal so zusammengepackt, die AKG-Kopfhörer in einer neuen Ausführung. Sehen mega gut aus und ich kann euch sagen, auf der anderen Seite des Kabels habe ich noch einen 3,5 mm Klinkenstecker, was auch bedeutet, wenn ich keinen Adapter dabei habe, dass auch das Galaxy S10 Plus eine 3,5 mm Klinkenbuchse besitzt, um zum einen natürlich diese Kabel anzuschließen, auf der anderen Seite natürlich aber auch jedes andere kabelgebundene Headset. Ich würde sagen, damit widmen wir uns dem Samsung Galaxy S10 Plus in der Farbe Ceramic White und mit einer Keramikrückseite. Das ist das teuerste Modell, was es aktuell gibt. Gibt es zum einen in der Farbe Weiß, zum anderen in der Farbe Schwarz und dann zu einer UVP, haltet euch fest, von 1249 Euro. Das Modell mit der Glasrückseite kostet, glaube ich, um die 200 Euro weniger. Auch hier Glas auf der Vorderseite, Glas auf der Rückseite, Metallrahmen und wir haben auch hier eine IP68 Zertifizierung, das heißt, das Teil ist gegen Wasser und Staub geschützt. Wir sprechen hier von Abmessung von 157 mm in der Höhe, 74 in der Breite, 7,8 mm in der Dicke und hier packt Samsung einen 4100 mAh starken Akku rein, der laut ersten Testberichten auch wirklich sehr gute Akkulaufzeiten hervorbringt. Fast Wireless Charging 2.0 habe ich, das heißt, ich kann das Ganze natürlich auch drahtlos laden, nicht nur per Fast Charging mit dem Kabel und Reverse Charging für Zubehör. Das heißt, wenn mal die Galaxy Buds bei mir eintreffen sollten, also die kabellosen Kopfhörer von Samsung, habe ich die Möglichkeit, hier über die Rückseite dieses Zubehör zu laden, alternativ aber auch die Möglichkeit, andere Smartphones, wie zum Beispiel am Huawei Mate 20 Pro oder natürlich auch andere Galaxy S10 Geräte, aufzuladen. Machen wir einen Rundgang um das Gerät. Auf der linken Seite haben wir hier ein Button-Layout, Lautstärkewippe, einteilig, darunter Bixby-Button und auch hier immer noch zweigeteilter Meinung. Ich brauche im Grunde genommen diese Taste überhaupt nicht. Auf der anderen Seite hat es jetzt Samsung ermöglicht mit der neuesten Software-Version, dass man diese Taste umbelegen kann. Das heißt, ich kann mir da zum Beispiel die Kamera drauflegen oder WhatsApp oder was auch immer. Das ist dann wiederum cool. Auf der anderen Seite habe ich zum einen nur den Power-Button und auch hier habe ich mir natürlich schon einige Videos angeschaut. Der Power-Button und ihr seht das auch hier wieder, ich habe große Hände. Der Power-Button ist wirklich sehr weit von meinem Daumen entfernt. Das heißt, wenn ich das Gerät einschalten möchte und das mache ich jetzt mal, muss ich umgreifen. Das hätte durchaus einige Zentimeter tiefer sein können, ungefähr hier auf dem Samsung-Schriftzug, wo es auch ungefähr beim Galaxy Note 9 war. Ansonsten Bixby-Button gut erreichbar, obwohl man dieses Teil eigentlich gar nicht braucht. Auf der anderen Seite Lautstärkewippe auch hier leicht umgreifbar. Aber generell das erste Mal, wenn ich das Teil hier so in der Hand habe, extrem wertiger Eindruck. Und auch diese 175 Gramm, die das Ding wiegt, sind nicht wirklich schwer für ein 6,4 Zoll Gerät. Das liegt wirklich alles in einem guten, wenn nicht sogar mega guten Bereich. Oberen Bereich, Slot für den Einschub von der MicroSD-Karte und auch Nano-SIM-Karte. Und dieses Gerät ist auch wieder Duo-SIM-fähig. Das heißt, zwei SIM-Karten kann ich einlegen. Und hier habe ich noch das zweite Mikrofon für die aktive Geräuschunterdrückung. Im Fuße, ich habe das schon mal ganz kurz angesprochen, 3,5 mm Klinkenbuchse, USB Typ C 3.1, Mikrofon für Telefonate, einer der beiden Lautsprecher, denn das Gerät hat natürlich auch Stereo-Speaker. Das heißt, im oberen Bereich hier
ja, in diesem Rahmenbereich sitzt der zweite Lautsprecher. Und auch hier diese Lautsprecher sollen wirklich sehr gut sein. Ob sie zu den besten gehören, werde ich natürlich für euch testen. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, was Samsung da auf die Beine gestellt hat. Ihr könnt das oben auch sehen. Wir haben dort einen etwas größeren Ausschnitt gegenüber des Samsung Galaxy S10e. Denn hier haben wir eine Dualkamera auch als Selfie-Kamera. Das heißt zum einen mit 8 und mit 10 Megapixel f1.9 Blende. Und das, was beim Samsung Galaxy S10e noch im Rahmen verbaut war, nämlich der Fingerabdrucksensor, der sitzt jetzt ungefähr hier in diesem Bereich. Das heißt, wie auch das Huawei Mate 20 Pro, haben wir einen In-Display-Fingerabdrucksensor. Mit dem neuesten Update soll der etwas besser geworden sein. Allerdings, ja, manche sagen auch, das ist nicht wirklich perfekt gelöst. Ich bin wirklich sehr gespannt. Also ich komme mit dem Teil vom Mate 20 Pro auch nicht immer zurecht. Von daher bin ich gespannt, ob das hier mit dem Galaxy S10 Plus etwas besser klappt. Aber ich lasse mich da natürlich gerne überraschen. Ich werde ganz kurz mit euch die Einrichtung machen, denn wir wollen auch hier einen Blick auf die neueste Software werfen, nämlich Android 9 und der Samsung One UI. Das heißt, die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung muss ich akzeptieren. Jetzt habe ich die Möglichkeit, alte Daten auf das Gerät zu übertragen. Das werde ich auch erstmal überspringen. Und zwar zum einen drahtlos funktioniert das und mit Kabel und USB-Adapter. Das sind diese Adapter, die ich euch eben im Lieferumfang gezeigt habe. Auswahl eines WLANs werde ich auch mal überspringen. Und was ich mittlerweile bei Samsung cool finde, man ist relativ schnell durch die Ersteinrichtung durch. Akzeptieren. Jetzt könnte ich noch Fingerabdruck einrichten, Gesichtserkennung. Aber ich sage jetzt nicht überspringen. Und damit müsste ich auch langsam fertig sein. Samsung-Account melde ich mich später an. Und dann ist alles erledigt. Ihr habt gesehen, das geht wirklich rucki-zucki. Und schon sind wir auf der Oberfläche von der Samsung One UI. Das Ganze läuft mit einem Exynos 9820. Das ist ein Octa-Core. Es gibt noch eine weitere Version, und zwar ein Snapdragon 855, allerdings nicht für den europäischen respektive deutschen Markt. Wir haben hier in diesem Modell 8 GB RAM, 512 GB interner Speicher, und ich kann euch sagen, die 512 GB werden euch sehr wahrscheinlich, wenn ihr etwas mit Cloud-Lösungen arbeitet, vollkommen ausreichen. Von daher könnt ihr hier getrost zwei SIM-Karten einlegen. Und das, was ihr hier seht, ist die Samsung One UI. Auf der ganz linken Seite haben wir Bixby. Dann habe ich hier natürlich meine Startseiten, meinen App Drawer kann ich aufrufen oder natürlich auch die Benachrichtigungsleiste herunterziehen. Sieht sehr fresh aus, sieht anders aus, sieht aber auch sehr einfach aus. Ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze funktioniert, und ich glaube auch, hinsichtlich der Performance brauchen wir uns hier bei diesem Modell überhaupt keine Probleme oder Gedanken zu machen. Das wird wirklich richtig schnell laufen. Ob es zu den schnellsten Smartphones gehört, wollen wir mal schauen. Was ich nicht vergessen möchte, ist natürlich die Kamera auf der Rückseite. Wir haben hier eine Triple-Kamera, und zwar zum einen mit 16 Megapixel, davon für den Ultra-Weitwinkel-Modus. Der ist nicht optisch stabilisiert, macht aber auch kein anderer Hersteller, macht auch keinen Sinn, da das Bild sowieso so weit aufgefächert ist, dass man Verwacklungen so gut wie gar nicht sieht. Und dann haben wir eine Dual-Kamera mit 12 Megapixel und nochmals 12 Megapixel. Die sind beide optisch stabilisiert. Eine f1.5 bis 2.4 Blende, das heißt, die ist auch wieder variabel, und Videos kann ich mit UHD und 60 FPS aufnehmen. Und ich habe auch die Möglichkeit, über die Software noch eine Stabilisation einzurichten, und in den ersten Testvideos sah das auch wirklich richtig gut aus. Werfen wir noch einen abschließenden Blick auf das Display. 6,4 Zoll groß, Dynamic AMOLED nennt Samsung das Ganze jetzt. Das heißt, wir haben auch hier eine Auflösung von 3040 x 1440 Bildpunkte, hervorragende Pixeldichte von 525 oder 26 ppi und ein 19:9 Seitenverhältnis. Das heißt, was hier Samsung verbaut hat, ist wirklich alles allererste Sahne. Ich bin mega gespannt auf das Teil, und es ist gegenüber des Samsung Galaxy S9 oder S9 Plus eine definitive Weiterentwicklung, eine Evolution. Keine Revolution, das sei auch mal gesagt, aber die Punkte, die kritisiert wurden, die hat Samsung, glaube ich, hier relativ gut ausgemerzt. Und was man hier auch sehr schön sehen kann, ich habe auch hier wieder dieses Edge-Design. Das heißt, das Gehäuse, das Display ist leicht zum Rand gebogen.
was ich in diesem Falle auch sehr schön finde. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gesagt, das Design hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Ich würde mir auch gerne was anderes wünschen, wobei ich sagen muss, dass es mir etwas frischer vorkommt als beim Huawei Mate 20 Pro. Das war mir noch zu sehr Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S9 lastig. Das hier sieht etwas zurückhaltender aus, gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Ich bin damit durch mit dem Unboxing und Ersteindruck. Super Verarbeitung das Gerät, super Design, wird ein hervorragendes Display haben. Was mir im ersten Eindruck auch sehr gut gefällt, ist das Inhandgefühl. Das Gewicht von 175 Gramm, absolut perfekt für diese Größe. Nicht zu schwer, nicht zu leicht. Was mir weniger gut gefällt auf den ersten Blick, wieder Bixby-Button. Den benötige ich zumindest persönlich nicht. Und auf der anderen Seite ist dieser Power-Button viel zu hoch angesiedelt. Den kann wirklich keiner erreichen. Und wenn ich mir dann überlege, dass das dann aus asiatischen Händen designt wurde, wo doch Asiaten oftmals auch viel kleiner sind als Mitteleuropäer oder Nordamerikaner oder sowas, dann frage ich mich, wie man mit diesen etwas kleineren Händen an diesen Powerbutton kommen will. Also egal wie groß eure Hände sein werden, außer ihr seid 2,50 Meter, ihr werdet diesen Powerbutton nicht wirklich mit einer Hand erreichen. Ihr müsst immer hier umgreifen. Finde ich etwas schade, der hätte etwas tiefer sitzen können. Ansonsten ein sehr gutes Gerät, ein sehr gutes Gefühl im ersten Eindruck und ich bin wirklich gespannt, wie es sich die nächsten Tage in meinem Testbericht schlagen wird. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, dass wir uns auch in den nächsten Videos wiedersehen. Von daher abonniert gerne den Kanal. Es ist für euch kostenlos. Es werden noch sehr viele Videos zum Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10, aber auch hier zum Topmodell vom Samsung Galaxy S10 Plus kommen. An dieser Stelle vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.